Wer Hundefriseur werden möchte und diesen Beruf ausüben möchte, der muss natürlich auch bestimmte Anforderungen erfüllen. Man muss gute Schulen finden, das ist das Allerwichtigste. Von diesen guten Schulen gibt es in Luxemburg leider keine. Dafür gibt es sie aber in Frankreich, in Belgien und auch in Deutschland. Man muss sich eben ein wenig umschauen und suchen und auch die Preise vergleichen, denn das muss ich gleich dazu sagen, diese Schulen sind sehr teuer. Man kann allerdings auch alternativ ein- oder zweiwöchige Praktika absolvieren oder auch bestimmte Seminare besuchen, um diesen Beruf zu erlernen. Diesen Beruf kann man auch länger ausüben, vorausgesetzt, man übt ihn korrekt aus. Und das heißt eben, dass man nicht einfach mal eben so Hunde in einer Garage oder im Hinterhof für 20 oder 30 Euro schert. Zuallererst muss jeder Hund gebürstet werden. Und dann sehen wir, ob es notwendig ist, dass er auch komplett gewaschen wird. Hier verwenden wir eine ganz spezielle Pumpe. Diese Pumpe verhindert, dass die natürliche Schutzschicht der Hundehaut beschädigt wird. Somit erreichen wir, dass wir das Tier öfter waschen können und die Haut dabei eben nicht beschädigt wird. Nach dem Waschen wird das Fell gut getrocknet und beigeschnitten. Wichtig ist auch vor allem, dass es ordentlich und gut gemacht wird. Besonders die Stellen zwischen den Pfoten, damit sich dort kein Schmutz ansammeln kann. Heute habe ich so ziemlich alles, was ein guter Hundefriseur benötigt, und das ist wirklich eine ganze Menge. Zum Beispiel die Trimmer. Der Preis, das geht los ab 200 Euro bis 250 Euro. Tische, die kosten schon mal durchaus 1000 Euro. Diese speziellen Scheren, die gehen los ab 60 Euro, können aber bis zu 500 Euro kosten. Und das ist alles exklusive dem Training, in das man ja eben auch noch investieren muss. In den letzten 5 Jahren ist all mein Geld, was ich verdient habe, nur in das Training geflossen und auch in die entsprechende Ausrüstung. Und in den kommenden 5 Jahren würde ich dieses Geld gerne wieder reinholen. Es dauert schon 5 Jahre, um wirkliche Stammkunden zu bekommen. Es dauert 5 Jahre, um die Techniken wirklich zu beherrschen und eben auch zu erkennen, ob man erfolgreich sein kann oder nicht. Und ich bin erfolgreich. Zu Beginn habe ich wirklich nichts über diesen Beruf gewusst. Ich habe vorher in einer Bank gearbeitet und diesen Job des Hundefriseurs ganz plötzlich für mich entdeckt und ich habe sofort den Beruf gewechselt. Während meiner ersten Woche in der Hundefriseurschule hat mein Lehrer zu mir gesagt, dass er mir nicht zutrauen würde, dass ich jemals Erfolg haben würde und damit Geld verdienen könnte. Und jetzt, nach knapp 5,5 Jahren, nehme ich bereits an Wettbewerben teil. Das zeigt, dass man wirklich alles erlernen kann. Und dieser Beruf ist wirklich erlernbar, man muss ihn aber auch lernen. Na also, der kleine Napoleon ist endlich fertig und sein ganzes Fell los. Jetzt kann er wieder was sehen. Das hat beinahe 3 Stunden gedauert. Aber jetzt ist er wieder schön frisch und knuddelig, nicht wahr? Oh ja, er ist ja so süß. Man muss einfach diese Leidenschaft für Hunde haben. Man muss diesen Job wirklich lieben. Oder man ist wirklich falsch in diesem Beruf. Und die Hunde, die fühlen so etwas. Und schließlich ist das Endresultat abhängig von der Einstellung, die man zu diesem Job hat. Ich sage Ihnen, ohne Herzblut können Sie diesen Beruf nicht ausüben.